ist der Will. Heute mit einer Spezialsendung zum Thema sicher, sexy, super GAU. Mit dem Gabriel Vetter und live bei uns im Folium Michelle Kalt. Und da ist er, direkt aus dem Safe Space, Ihre Gastgeber Dominik Deville. Guten Abend, daheim. In der sicheren Fernsehsessel und auch hier bei uns in der Gefahrenzone im Folium Zürich. Schön, nehmt ihr das Risiko auf euch und schaltet ein zu dem Deville Spezial. Zu einem Thema, das uns alle beschäftigt. Wie sicher ist die Schweiz? Ein brandheißes Thema, wenn man so die Schweizer News liest. Ja? Mehr militante Impfgegner, mehr Sabotage an Baustellen und Windrädern, mehr Aufrüstung von unserer Luftverteidigung und mehr Rentner, die mit Gewehr auf Enten schiessen. Hm? was? Ja, das sind zusammen Ausreden. Da ist einer mit dem Gewehr. Ja, Alltag in Dübendorf ist das. Aber kommt, für Rentner ist ja auch Ente einfach Fütter, auch langsam langweilig. Jetzt kommt die höchste Auflösung. Der Herr war ein Wildhüter, der den Abschussbefehl bekommt, weil die Ente im See aussen anscheinend am Verenden war. Ganz nach dem Motto: Ente tot, alles gut. Wir sind froh, dass es so gelaufen ist. Im Augenblick wird in den Medien eigentlich die Angst vor Jugendlichen mit Messer geschürt. Dabei muss man sich eigentlich wirklich mehr Sorgen um alte Leute mit Gewehr machen. Frau Bundesrätin Viola Amherd, Feuer frei! Yeah! Auf was die Viola echt hier geschossen hat? Ja? Enten oder Salami-Kampfjets? Das wissen wir nicht ganz genau. Was wir aber wissen, der Boom nach Selbstbewaffnung haltet weiter an in der Schweiz, trotz der Annahme des revidierten Waffengesetzes vor 2 Jahren. 2020 sind über 30'000 Bewilligungen für Schusswaffen in der Schweiz vergeben worden. Das heisst, rund 3 Millionen Schusswaffen befinden sich in unserem Privatbesitz. 3 Millionen! Das macht eigentlich Angst. Nicht nur, wenn du ein Ente bist. Quack. Hm? Innerhalb von 2 Sekunden, wenn überhaupt, sind meine Waffen auch gebrauchsfähig. Ja. Schusswaffen, neben Viagra als wirksamste Potenzmittel für den weissen alten Mann. Hm? Nur sind Nebenwirkungen und Kollateralschäden viel verheerender. Eine Studie von The Guardian sagt aus, dass die Schweiz in Sachen Schusswaffentoten direkt hinter den USA auf Platz 2 liegt. Hurra! Endlich geschafft! America first, Switzerland second! Aber wie sicher dürfen wir uns in der Schweiz eigentlich ganz grundsätzlich fühlen? Laut dem Global Peace Index liegt die Schweiz auf Rang 7 der sichersten Länder. Platz 7, finde ich, ist jetzt nicht so schlecht dafür, dass jede vierte bei uns eine geladene Schusswaffe im Schrank und durchschnittlich 2 Corona-Tote unter dem Bett hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hört, wir wären mindestens 3 Plätze weiter oben, hätten wir nicht die vielen gefährlichen Bären und Wölfe bei uns. Ja? Und die Enten erst, nicht ganz vergessen. Sagen wir, wer liegt bei uns vor? Was? Österreich liegt vor uns? Ja gut, kein Wunder, ist Österreich sicher, seit dort kein machtsüchtiger Teenager mehr regiert. Könnt ihr mir vorstellen? Und in der Schweiz selber, laut Statistik, ist Uri der sicherste Kanton der Schweiz. Uri, arm, aber sexy. Sicher. Ne? Aber wo ist es in der Schweiz am unsichersten? Das kommt ganz drauf ab. Im Appenzell ist die Gefahr am grössten, dass du deine Cousine heiratest. In Luzern ist die Gefahr am grössten, dass du in falsche Busse einsteigst und in Asien wieder aussteigst. Und in St. Gallen, dass du im Fußball absteigst. Ja, es ist eine brutale Welt bei uns. Aber um ein Verbrechen zum Opfer fallen, tut man laut Statistik am ersten, haben Sie es gewusst, in Basel-Stadt. Ja, in Basel-Stadt. Der Gangster hier hat am letzten Donnerstag ein Tram kidnappt. Ja? Außerdem haben die Einbrüche in Basel dort um 25% und die Raubüberfälle um 24% zugenommen. Um ganze 78% zugenommen hat das mutwillige Versticken an einem Basler Leckerli. Da fragt man sich schon, wie schaffen denn so Basler Zivilbeamte? Wie alt sind ihr? Solange ihr euch das zumutet, so leislich zu schwätzen, dass sich da wohnen nicht gestört fühle, kein Problem. Einfach bitte, wenn ihr geht, die gehen alles mitnehmen. Ja, so hast du eine Idee, warum es in Basel drunter und drüber geht, ja? Also, solange ihr euch das zumutet, dass es niemand stört, einfach so weitermachen. Hä? Habt ihr schon mal so eine easy Polizist irgendwo gesehen?
Da sagt jemand anderes, Polizei und Easy. Der Schweizer SVP-Kantonsparlamentarier, der David Behler, hat an der Massnahmendemo in letzter Woche ganz anders über die Polizei zu berichten. Was machen unsere Polizisten? Sie schiessen auf Demonstranten. Sie prügeln Frauen und alte Leute. Eine Schande, was die Polizisten sich leisten. Ja, unser schrecklicher Polizeistaat, der so jegliche Meinungen zu Covid brutal unterdrückt. Man liest ja auch täglich von den rund 10 Toten täglich von der Polizei über den Haufen schießt bei uns, ist klar. Und die bösen Bundesräte erst du. Wir schwören hier auf unsere Bundesverfassung. Auf das, wo unsere Bundesräte schiessen. Hohoho, er hat Schiessen gesagt. Aber ja, ist eine gute Frage. Wie sieht es in diesen Zeiten eigentlich um die Sicherheit des Bundesrats aus? Weil, ja, nicht so gut. Gerade für ihn gibt es wahnsinnig viele Gefahren. Zum Beispiel Pestizide. Das ist nicht gut. Ja? Oder Sonnenbrand. Oder einfach Klavierdeckel. Oder ganz einfach Demenz manchmal auch, ja? Aber kein Wunder, hat sich der Gassis seit 2 Jahren nicht mehr blicken beim Bundesrat. Fakt ist, Drohungen gegen Politiker und Politikerinnen haben massiv zugenommen in den letzten Monaten. Während es 2019 nur rund 5 Meldungen zu bedrohten Politikern und Politikerinnen gegeben hat, sind es in diesem Jahr bereits im April schon über 200 Drohungen gewesen, die über die sozialen Medien verbreitet worden sind. Arena-Sendungen nicht mitzählt, natürlich. Früher hätte ich mir ja vielleicht für Dammherd noch so ein Briefli fast schon liebevoll geschrieben mit so mühsam ausgeschnittenen Buchstaben. So heisst es. Viola, ich weiss, wo dein Kampfjet steht. Ja? Oder vielleicht der klassische mafiöse Rosskopf im Bett vom Berse. Hm? dumm. Der Alain schläft ja gar nicht immer daheim. Weißt du, was ich meine? So. Aber auch die Wutbürger haben unterdessen das Internet entdeckt und verfassen ihre Hass in Botschaften, ihre Hassbotschaften fast ausschließlich nur noch im Netz. Auf Facebook, in der Kommentarspalte von 20 Minuten und auf bettibossi.ch. Ja, nicht gelungen. Habe die Torte soeben in den Mülleimer geworfen. Sie war hart und überhaupt nicht aufgegangen. Zudem zu wenig süß. Ich bin sonst mit den Betty-Bossi-Rezepten immer sehr gut gefahren. Ab dieses Mal war es ein Reinfall und morgen kommt Besuch. Wenn das mal keine Drohung ist. Gut. Wegen einem Kuchen gibt es bei uns zum Glück noch keine Gewalt. Bei den Deutschen passiert das anscheinend alltäglich, wie man lesen konnte. Ja? Aber komm, die Deutschen sind auch nicht ganz bache. Gell? Aber wenn der Bundesrat ein paar harmlose Corona-Massnahmen beschließt, dann knallt es dann eben auch beim Schweizer Bünzli. Erinnert ihr euch noch an den Herr? Bundesrat Berse mit deinen 7 Zwergen. Jetzt ist die Zeit der schönen Worte vorbei. Wir haben von deinem Terrorregime genug und du kannst dir die Schutzmaßnahmen, die Masken in deinen pädophilen stecken, du. Ja, genau wegen solchen Leuten gibt es auch immer mehr Forderungen nach Regulierungen im Netz. Gerade auf Facebook, weil dort nicht wirklich viel gegen Hass und Hetze unternommen wird. Wieso macht man da nichts dagegen? Die Algorithmen der sozialen Netzwerke, die vor allem solche Botschaften prominent anzeigen, die viele Antwortkommentare bekommen, die viele Reaktionen erhalten. Das heißt, Nutzer, die wütend sind und solche Botschaften verbreiten, werden dafür quasi häufig noch belohnt. Aha, das heißt, je hässiger, desto mehr Views anscheinend. Mehr Views wären eigentlich auch für Deville ganz schön, wenn ich es mir so richtig jetzt gerade überlege. Warte mal ganz schnell, so. So, du da draußen mit deinen 7 Followern. Die Zeit der schönen Worte ist vorbei. Du hast vom Terrorregime des Fernsehens genug? Dann abonniere meinen Kanal auf YouTube, Facebook und Insta, du. Sorry, jetzt schnell müssen Sie. Ja, danke vielmals. So. Soll auch schon funktionieren. Vielleicht kann ich ja
dem Hass im Internet denkt man eigentlich nur beikommen, wenn man einfach mal den Stecker ziehen würde. Aber hey, vielleicht ist auch das gar nicht mehr nötig, weil wir haben eh wahrscheinlich bald keinen Strom mehr in der Schweiz. Der Guy Parmelin gesehen, der hat diese Woche einen dringenden Appell an die Schweiz gerichtet. Eine Strommangellage ist neben der Pandemie die größte Gefahr für die Versorgung der Schweiz. Haben Sie es gehört? Die größte Gefahr für die Schweiz ist die Strommangellage. Ja? Strommangellage. Also wenn man das so sagt, dann tönt es ja gar nicht so schlimm. He? Kann ich es noch mal hören, Guy? Was ist denn eine Strommangellage? Mit Strommangellage bezeichnen wir eine Situation, in der wir über zu wenig Strom verfügen. Und zwar über Wochen, vielleicht sogar Monate. Nein, die Lage ist jetzt wirklich ernst. Ja? Und dass ihr Jungen da draußen das auch versteht, die Schweiz hat nur noch 10% Akku. Und die Folgen sind nicht zu unterschätzen. In einer solchen Situation können Güter und Dienstleistungen nur noch in einem reduzierten Umfang hergestellt, transportiert und angeboten werden. Ja, er sagt das jetzt so lässig, aber das heisst, es geht dann gar nichts mehr. Kein Handy, keine elektronische Schiebetüre und keine Kamera. Was heisst das jetzt für uns? Wo kriege ich dann noch was her? Wer hat noch was? Kann ich mir irgendwo was besorgen? Für mich und meine Familie? Spannende Geschichten. Ja? Spannende Geschichten findet der österreichische Sicherheitsexperte. Zum Beispiel, ja, wer wird jetzt zuerst gegessen in der Familie? Hä? Gut, die Österreicher haben ja immer noch so einen kleinen Notvorrat im Keller unten. Ja. Aber wie sieht es denn in der Schweiz aus? Haben Sie einen Notvorrat daheim? Nein, ich habe gar nicht daheim. Okay, wir sind am Arsch. Ja, wir sind am Arsch. Laut dem Bund müssten wir uns sogar darauf einstellen, dass im Dezember 2 Tage lang keinen Strom mehr geben könnte. Kein Strom an Weihnachten? Hat aber schon auch seine guten Seiten. Last Christmas, I gave you my heart, but the bell. Ja, und alles nur, weil wir anscheinend zu wenig moderne AKWs haben. Haben wir wirklich nicht. Betznau ist ja kein AKW, sondern bereits ein AHVW, würde ich jetzt sagen. Jetzt müssen wir einfach das Rentenalter der AKWs erhöhen. Sorry, Betznau muss jetzt noch mal ein paar Jahre arbeiten. Hä? Eine andere Option wäre es, anscheinend laut Experten und Expertinnen, in der Schweiz bis zu 2000 Gaskraftwerke zu bauen. Das ist doch jetzt in der Schweiz sicher kein Problem. Dann tatsächlich noch ein Vorschlag von der FDP. Einfach kommt, bauen wir doch vermehrt neue AKWs. Also nicht so richtige, so Mini-AKWs. Hm? Ja, vergessen die Solaranlage auf dem Dach. Ich baue mir jetzt ein Mini-AKW aufs Dach rauf. Angst vor einem Super-GAU, verständlich. Aber so ein Mini-GAU im Garten ist ja auch praktisch. Ne? Einfach mal zum 1. August den Reaktordruck erhöhen und... Sicherheit und AKW, komm, das bleibt schwierig. Aber was ist eigentlich mit Sicherheit und SBB? Grüezi miteinander, mein Name ist Florian Krüsi. Ich arbeite seit 25 Jahren bei der SBB als Leiter Sicherheit bei der Gruppenreservierungsabteilung. Hier im Public Security Headquarters der SBB in Olten koordinieren wir alle Reservierungsanfragen von Reisegruppen, die wir tagtäglich überkommen. Eure Exzellenz. Bischof von Chur. Ist alles voll? Nein, im Speiswagen sind die Reformierten. Es ist alles. Aber jetzt mal ehrlich, Herr Bischof, wenn da nicht mal noch jemand anders stand, als immer auf der Einsiedle ins Kloster, dann kann ich schon etwas nachschauen, was wir haben. Goniland könnten wir machen. Meine primäre Aufgabe ist es, Gewährleistung der öffentlichen, verkehrstechnischen und zwischenmenschlichen Sicherheit. Das heisst, wenn wir jetzt also zum Beispiel eine Reservation haben vom Schwarzen Block Bern, tun wir die an die Westflanke. Dann haben wir gleichzeitig eine Reservation von der Trachtengruppe Olten. Die kommen an die Ostflanke und zwischen ihnen als soziale Airbag quasi Küngelzüchterverband Opferzofen. Super ist das. Die Jugendwacht Blaurin tun wir in Wagen 8. Tuning Club Mumpf kommt ins 9. Primarschule Lohn duscht mit der Eisenjugend Winterthur. Meinst du das? Ja. Die antikapitalistische Miliz. Weißt du, was die tun wir in der ersten Klasse? Oh. Wagen 14, Sitz 161 bis 88, Altersheim, Abend, Ruhe, Altstädte. Geht ihr ins Papillorama, ein bisschen Schmetterling streicheln? Oh nein.
Okay. Ja, mein Beileid. Also mein Motto ist das vom chinesischen Kriegsphilosoph Sun Tzu, der gesagt hat, der schlauste Krieger ist jener, der gar nicht kämpfen muss. Oder wie meine Hauswirtschaftslehrerin immer gesagt hat, eine gute Mise en place ist halb gekocht. Einmal zum Beispiel ist mir das sehr zu gut gekommen, Mitte 90er Jahre. Da haben wir zwei Reservierungen gehabt. Eine von der UCK und eine vom Serbischen Kulturverein. Und die haben beide irgendeinen Retraite im Jura. Notabene 90er Jahre noch. Da habe ich das gesehen und dachte, ja gut, also tun wir die in den gleichen Wagen, gerade nebeneinander. Dann könnt ihr miteinander ein bisschen Baklava fressen. Auf Genf, 8 Personen. Klimademo? Nein, ist alles voll. Nein, es tut mir leid, Herr Glättli, es ist alles voll. Wir müssen nächstes Mal ein bisschen früher anrufen. Hm? Dann nehmen wir doch halt mal das Auto in hure Halbschuhe. Sicherheitspolitisch ist bei uns wohl neben Corona Kampfjet-Beschaffung das grösste Thema gewesen. Erinnert euch, während alle Welt sich Gedanken über Masken und Luftfilter gemacht hat, um sich gegen umherfliegende Viren zu schützen, haben wir uns einfach mal ein paar umherfliegende Kampfjets gegönnt. Ich meine, gerade während der Pandemie Kampfjets. Ne? Kampfjets, so teuer, so gross und nur ein Beatmungsgerät drin, so eine Seite. Ne? Die XOA, die Gruppe Schweiz ohne Armee, hat gegen das Beschaffungsreferendum ergriffen. Genützt hat es nichts. Mit verdammt knappen 50,1% Ja-Stimmen hat sich das Volk für den Jet ausgesprochen. Das ist ein Unterschied von 0,2%. Ja? Entspricht also der Impfquote von der Altstadt Bern gestern Nachmittag. Ja. Das knappe Abstimmungsergebnis hat aber ein paar Bürgerliche wirklich Angst gemacht. Und deswegen haben sie jetzt in dem Sommer eine Art Anti-XOA gegründet. Heissen tut das neue bürgerliche Konstrukt Allianz Sicherheit Schweiz. Meine Gruppe Schweiz ohne Armee ist ja schon ein schlechter Name. Aber immerhin so ein bisschen 80er Pazifisten Patchouli-Style. Aber Allianz Sicherheit Schweiz, extrem uncatchy der Name. Es klingt wie eine ganz dumme Versicherung. Ja? Die ASS mit der Zusatzversicherung Kampfjet Extra und alternative XOA-Medizin. Aber die Allianz Sicherheit Schweiz ist weder eine Versicherung noch eine Partei, sondern ein Verein. Also ein bisschen wie die Operation Libero, aber für Kampfflugifans. Explosion Libero oder irgendwie so etwas da. Also hat jetzt die Anti-Kampfjet-Gruppe XOA hat jetzt einen Anti-Kampfjet-Verein, also einen Pro-Kampfflüger-Gang. Oder sagen wir, es ist ein Schisshasenzuchtverein. Ja, das ist es. Ne? Und ja, es ist schon so, wenn du die neue XOA sein willst, dann muss man schon etwas auf dem Kasten haben, liebe Allianz. Man muss zum Beispiel, wenn du XOA sein dann musst du zum Beispiel können basteln. Du musst können basteln. Also basteln ist recht gut. Basteln ist gut. Basteln ist mega gut dort, ja. Und vielleicht noch so ein bisschen Verkleiderli spielen ist also auch ganz gut. Hey, jetzt verstehe ich erst, wenn die SP das Lehrerzimmer ist, dann ist so der Kindergarten. Ah, jetzt verstehe ich, sehr sympathisch. Aber schauen wir uns jetzt mal die Allianz Sicherheit Schweiz mal genauer an. Diesen Sommer haben sie gerade als erstes eine tolle Webseite aufgeschaltet. So sieht die aus, wenn man jetzt findet, das sieht doch sehr sicher aus, die Bergwelt. Genau hinschauen. Schau mal dort. Ein verdächtiges Murmeli. Ja, und man weiß ja auch nie ganz genau, wer hinter diesen Bergen lauert. Hm? Ja, für was braucht man eigentlich einen neuen Chat? Die alten FA-Fondue tun es doch auch noch gut. Das ist meine Meinung. Ja? Was hat denn die Allianz eigentlich für Ziel? Etablierung eines neuen sicherheitspolitischen Narrativs im Sinne eines integrierenden sicherheitspolitischen Verständnisses. Innere und äußere Sicherheit, inklusive Cyber, Wirtschaftsspionage, wirtschaftliche Landesversorgung, Milizsystem und so weiter. Oder ganz einfach ausgedrückt und übersetzt, wir sind der offizielle Schweizer Fanclub von Top Gun. Ja, so. Du, ist das nicht der FDP-Nationalrat Thierry Burkhardt? Jetzt wird es aber spannend. Ja, so ist es. Der Thierry ist eben nicht nur zum neuen FDP-Präsident gewählt worden, sondern auch zum Präsident von Allianz Sicherheit Schweiz. Das passt. Thierry Burkhardt ist ja jetzt in Kampfstimmung. Kein Wunder, er muss kompensieren, denn sein Wahlkampf zum neuen FDP-Präsident war ja auch sehr lahm, oder? Weil er ist der Einzige, der für den Job kandidiert hat. Hm?
Immerhin, jetzt wissen wir, die FDP wählt ihren Präsidenten nicht anders als Nordkorea. Mm. Dafür lässt Thierry jetzt die ganze Energie, die Kampfenergie, lässt er jetzt raus. Wir wehren uns gegen ein staatliches Umverteilungsbiotop. Es heisst aber auch, dass wir uns gegen den Stillstand wehren. Ja, wehrhaft sein. Thierry Burkhardt ist der Che Guevara der Liberalen. Jetzt wird's aber spannend. Was auffällt, wenn man auf ihre Webseite geht, außer ihre Angst um Kampfjets, steht da noch nicht sehr viel in der Agenda von der Allianz Sicherheit Schweiz. Aber der Thierry Burkhardt ist ja sehr vielfältig. Er hat zum Beispiel mehrere Mandate bei Bau- und Immobilienunternehmen. Sicherheit und Immobilien, Gefahr, Zeugbauen, Schweiz, was könnte man da noch? Klar, Bunkervermietung! Ja, ich komme. So, nomen rein, schnell, herzlich willkommen. So, hoppala. Sie sind hier wegen der Bunkerbesichtigung, oder? Das ist ja so. Darf ich Ihnen vielleicht ein Glas Wasser anbieten? Sehr gerne. So, Brösterli. Doch, ich muss sagen. Ein toller Schutzbunker, aber Balkon hat er keinen. Nein. Und auch keine Seesicht. Nein, da müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Alles, was Sie sehen, sind 170 cm Stahlbeton. Oh, perfekt. Hier ist das Bad, hier ist das Schlafzimmer mit King-Size-Wohlendecken. Und hier unsere Küche. Oh, es läuft, das habe ich mir schon immer gewünscht. Und gell, das ist Altbau. Jawohl, ja. Das ist also wirklich original aus dem Kalten Krieg. Deswegen versprüht es auch so den schönen 50er-Jahr-Flair. So habe ich gerade gedacht, dass der Raum so einen eigenen Charme hat. Gell, Sie? Und genau deswegen ist es uns gleich wichtig, dass wir eine topmoderne WC-Anlage eingerichtet haben, die gleichzeitig, und das ist der Clou, so Trinkwasseraufbereitung dienen tut. Aber also es hat schon so ein bisschen Geschmäckchen, ja? Ja, Spargel heute Mittag, Entschuldigung. Kann man vorkommen? Ja, 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 ja. Wie findest du? Du, ich finde es ganz toll. Wie sieht's aus mit Haustier? Hat's. In jedem Ecke haben wir Kakerlaken und gestern habe ich wirklich hier eine fette Ratte aus dem Loch rausgesehen. Mühe, so herzig. Darf ich fragen, ist der Bunker für Kinder geeignet? Sehr geeignet. Überhaupt die ganze Umgebung hier um den Bunker. Wunderbar. Denken Sie an die Kinder der Familie Wittmer draussen. Die haben wahnsinnig Freude, wenn sie dann auch jemanden zum Fressen, zum Spielen haben. Und unten dran wohnt auch jemand, oder? Hier unten wohnt Herr und Frau Studhalber. Ganz ein angenehmes Paar, ja. Sehr ruhig. Tot seit 2 Wochen. Ganz toll, wirklich, muss ich sagen. Und was ich jetzt gleich noch fragen muss, der Altbau, haltet der aber schon auch etwas aus? Ja, Obacht, jetzt ist gerade 10 ab 5, 3, 2, 1. Beeindruckend, oder? So. Doch, muss ich sagen, das hat mich jetzt also überzeugt. Und wie sieht es mit der Miete aus? Brauchen Sie einen Panzerparkplatz? Oh, nein. Nicht. Dann wären das pro Monat 3 Börsen Ravioli und 1 Stange Zigarette. Aber natürlich müsste ich 3 Monatsmieten im Voraus haben. Können Sie auf eine Autobatterie rausgeben? Das ist überhaupt gar kein Problem. Ah, danke. Eine Autobatterie, 2 Pack Iodtabletten. Und auf der anderen Seite hätte ich hier dann gerade Ihren Bunkerschlüssel. Voilà. Schatz, unser eigener Bunker. Gratulation. Oh, Achtung. 3, 2, 1. Eigentlich für Sicherheit und Ordnung in unserem Land offiziell zuständig. Wer verfügt über das sogenannte Gewaltmonopol, richtig Polizei? Es ist schön, dass Sie zugeschaltet haben und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse. Ja, sehr gern geschehen. Und die Polizei bekommt jetzt eben auch immer mehr zu tun, weil das Bedürfnis nach Sicherheit in unserem Land steigt, aber gleichzeitig werden immer mehr Polizeikräfte eingespart. Das Problem? Die Polizei hat vielerorts keine Kapazitäten mehr und ist schon völlig ausgelastet mit ihren Kernkompetenzen, zum Beispiel mit dem hier. Aber das Schauen haben wir noch nicht gezeigt vorhin. Tust du das auch mal vorzeigen, das Schauen? Das ist ganz leicht. Also, schauen wir mal.
Ja, Handpuppeneinsatz statt Schusswaffeneinsatz. Das ist doch schön, das könnte man auch in anderen Polizeibereichen einsetzen. Zum Beispiel im Grenzschutz. So mal Hosen ab und bücken, die Puppe geht mal schauen, was es gibt. Oder hey, es gäbe doch auch wirklich ein ganz tolles neues Schweizer Tatort-Duo. Oi, 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 oi. Aus diesem Grund werden immer mehr Sicherheitsarbeit wird immer mehr vom Bund, Kanton und den Gemeinden ausgelagert. An private Sicherheitsdienste. Von diesen Firmen existieren mehr als 800 mit über 20'000 Angestellten. Im Gegensatz dazu haben wir aber knapp 19'000 Polizistinnen. Hallo! Gut, 18'999 Polizisten, ja. Aber was macht das mit unserer Gesellschaft? Spielen unsere Kinder bald nicht mehr Räuber und Poli, sondern bald Räuber und Securitas? Weil Securitas und Protectas, das sind so die bekanntesten. Nicht dazu zählt der begleitete Personenschutz sicher in den Tod. Dignitas. Ja, das hat nichts damit zu tun. Inzwischen gibt es aber auch noch unzählige Sicherheitsexoten mit Namen wie VIP Security, Procustos, Swiss Sicherheitsdienst, Broncos, Mammut Secura oder M-Security. M-Security? Ist das so ein Budget-Sicherheitsdienst? Also, wie muss man sich denn einen Budget-Sicherheitsdienst vorstellen? Etwa so? Ja, okay, ich fühle mich mega sicher. Auch die NZZ hat in den letzten Jahren, hat sie regelmäßig über die wunderbare Vermehrung in der Branche in der Schweiz berichtet. 2016 im Security-Bereich droht Wildwuchs. 2017 Wildwuchs bei den Security-Firmen. Nur eines 2017 der Bund gegen den Wildwuchs bei Sicherheitsfirmen. 2018 gegen den Wildwuchs bei Security-Firmen. Oder Wildwuchs bei privaten Sicherheitsdienstleistern. 2019 Security, Wildwuchs bei Sicherheitsfirmen. Da fragt man sich natürlich schon, ist das noch ein Wildwuchs oder doch schon ein Dschungel? Und könnt bitte jemand der NZZ mal ein Synonymwörterbuch zuschicken? Danke, bitte gern geschehen. Doch was sind denn sonst so die Aufgaben der privaten Sicherheitsdienste? Unsere Sicherheitsagenten sind darauf spezialisiert, Gefahren und Unregelmäßigkeiten rasch zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Spannend, ja. Also wir sehen, Sicherheitsagenten haben alle Hände voll zu tun und voll Hundeurin, könnt ihr mir vorstellen. Und sie haben überhaupt keine Zeit für Pausen. Unsere Sicherheitsagenten schlafen auch, aber nicht alle gleichzeitig. Das wäre auch mega blöd. Und sie schlafen auch nicht zusammen, die Sicherheitsagenten. Wobei, man könnte ja das Einsatzgebiet bis ins Schlafzimmer schon erweitern. Sogenannte One-Night-Sicherheitsstands. Verhütest du oder soll ich? Verhütung und Sicherheit übernimmt bei mir private Sicherheitsdienst. Protectas tönt ja nicht umsonst wie eine Kondommarke. Klar, an gewissen Orten, sind wir mal ehrlich, macht der Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten Sinn. Um zum Beispiel einen QR-Code zu scannen, braucht man keine ausgebildeten Polizisten. Stell dir vor, würden staatliche Beamte Türsteher in einem Club sein, dann wäre der Club nur am Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr offen, mit einer langen Kaffeepause natürlich dazwischen. Wenigstens wäre die Begrüßung der Clubgäste sehr freundlich. Hallo! Eine wichtige Aufgabe, die vom Bund an Securitas und Protectas delegiert worden ist, ist die Sicherheitsverantwortung in Schweizer Asylunterkünften. Doch die stehen immer wieder in der Kritik. Unter anderem hat Amnesty International schwere Vorwürfe erhoben, dass von privaten Sicherheitspersonal in Asylunterkünften Gewalt und sogar Folter angewendet wird. Eine vom SEM, dem Staatssekretariat für Migration, angeforderte Untersuchung hat ergeben, Trommelwirbel bitte, danke vielmals. Aber sonst, es wird nicht gefoltert, hat der Bericht gegeben. So schön. Also fast nicht. Ja. In 7 untersuchten Fällen hat es nur 3 Verstöße gegeben. 3 von 7, 3-mal, das finde ich, das geht bei 7. Ja. Gewalt nachzuweisen ist in solchen Fällen aber wirklich schwierig. Meist wird als Vorwand Selbstverteidigung angegeben. Die Aggression sei von den Heimbewohnerinnen und Bewohnern ausgegangen. Es hat aber Tonmitschnitte gegeben, die aufzeigen, wie solche Vorwände vom Sicherheitsdienst systematisch erfunden und konstruiert worden sind. Dann hört man auf der Aufnahme noch das. Aber nehmen wir stärkere Worte, weißt du? Wirklich, dass das Sam es versteht. Manchmal übertreibe ich die Realität in den Berichten, damit es die Dinge rechtfertigt. Ja. Ja. Ja, klar. Aber klar. Ja, aber klar, ja.
Das ist keine Folter, das ist nur eine leicht übertriebene Realität, die wir hier machen. Das ist nicht Waterboarding, nein, nein. Das ist ein bisschen ruppiges Baden, nennen wir das. Ja? Das ist nicht Zwangsernährung, das ist Erlebnisgastronomie. Hm? Wer jetzt findet, das sind aber sehr krasse Vergleiche, hey, kann sein, aber ich sage ja immer. Manchmal übertreibe ich die Realität in den Berichten, damit es die Dinge rechtfertigt. Ja, und ich muss ja auch keine staatliche Sicherheit, sondern nur Satire dispositiv errichten. Und bereits im Frühling sind nach internen Untersuchungen 14 Sicherheitsleute suspendiert worden. Anscheinend sind gerade im Bereich viele Sicherheitsagenten mit ihren Aufgaben masslos überfordert. Ja, die Ausbildung ist aber auch schweizweit nicht einheitlich geregelt und an vielen Orten wirklich rudimentärer als die Knopfspitzprüfung im Pfadilager. Im Kanton Zürich beispielsweise besteht die Grundausbildung gerade mal aus 20 Stunden. Wenn sie jetzt wirklich einen Einbrecher da gehabt hätte, dann könnte sie ja eigentlich nichts machen. Dann könnte sie auch einfach wie ich der Polizei anrufen, oder? Ja, wir können die Polizei anrufen, wir können uns schützen. Wir haben so ein bisschen bessere Ausbildung als jetzt der Normalbürger. Ja, da bin ich auch beruhigt. Ja? Schon ein bisschen besser als der Normalbürger. Das heisst, so ziemlich jede und jeder kann mit dem Sicherheitsdienst arbeiten oder sogar so einen Sicherheitsdienst gründen. Zum Beispiel die Freiheitstriechler, die haben ja auch so ein Sicherheitspersonal wirklich gegründet, wo sie an Demos mitnehmen. Zum Glück sind die nicht bewaffnet. Ja, statt Pfefferspray haben die wahrscheinlich ein Büchschen Aromat dabei, könnt ihr mir vorstellen. Da, Aromat, Aromat, Aromat! Ich sehe, also, der breit gestreute Einsatz von privaten Sicherheitskräften ist nicht ganz unproblematisch, vor allem rechtlich nicht. Schalten wir also mal in die Kanzlei Kalt und fragen jemanden, wo der rauskommt. Michel Kalt, wenn der Staat statt eigener Beamten private Sicherheitsfirmen einsetzt, ist das aus rechtlicher Sicht ein Problem? Ja, das kann ein Problem sein. Weil das Gewaltmonopol liegt grundsätzlich beim Staat. Also nicht beim Türsteller, beim Folium, nicht bei deiner Hausverwaltung. Und nein, das Gewaltmonopol liegt auch nicht bei den Fans vom FC Zürich. Gewaltmonopol. Also darf mich wirklich in dem Fall nur der Staat legal verprügeln? Ja, da müsste ich schon wissen, weil morgen habe ich eine Sitzung mit dem SRF. Falls du einen Nächtsbeistand brauchst, fragst du bitte nicht mich. Nein, danke. Ich habe selber Jura studiert, bin viel Deko wandern früher. Ja, das ist mein Job. Aber Spaß beiseite, also dürfen private Sicherheitsdienste nicht Leute verhaften, Schlagstöcke benutzen oder Wasserwerfer ausfahren? Nein. Also an Klimademos muss die Polizei schon noch selber gehen. Private Sicherheitsdienste haben in der Regel nur Pfefferspray dabei. Sie sind also weniger gut bewaffnet als ein 15-jähriges Mädchen im Ausgang. Weil diese Girls haben neben Pfefferspray wenigstens noch einen Trillerpfeife dabei. Als Schutz. Wahrscheinlich vor den Security-Menschen. Denn das mit dem Leuten verhaften, das ist so eine Sache. Jemand am Weggehen hindern, das dürfen nach Schweizer Recht eigentlich nur richtige Polizisten. Und natürlich die Spendensammler vom WWF. Apropos Strasse, wie sieht es denn aus mit Strassen absperren? Das kommt auf den Ort drauf an. Ich habe das recherchiert. In Uri darf zum Beispiel die Strasse wirklich nur von Polizisten, Verkehrslotsen und von Kühen gesperrt werden. In Zürich darf nicht nur mit Security, sondern jede Bewohnerin, jeder Bewohner jederzeit grundlos den Verkehr aufhalten. Auf dem Velo. Und wenn jetzt so ein Sicherheitsagent jemanden auf frischer Tat ertappt, darf er oder sie dann die Person an Boden reissen zum Beispiel und Handschellen anlegen? Also gemäss Artikel 218 von der Strafprozessordnung darf auch ein privater Security-Mensch jemanden vorläufig festheben, wenn er ihn bei der Straftat ertappt. Aber Gewaltanwendung muss verhältnismäßig sein. Wenn es also um einen lahmen Velofahrer geht, dann fände ich auf den Boden drücken und Handschellen anlegen etwas übertrieben. Falls allerdings du der Velofahrer wärst, würde ich sogar einen dezenten Schlagstock-Einsatz juristisch durchwinken. Bei dir weiss man ja nie, Dominik. Danke, Michel Kalt, für diese spannende Einschätzung. Merci vielmals. Könnt ihr euch noch an die letzte Spezialsendung bei uns erinnern, wo wir unsere eigene kleine Republik gegründet haben, inklusive Hymne und Einbürgerungstest, die Dominikanische Republik haben wir gegründet? Wenn nicht, geht sofort auf keinpass.ch und schaut euch das an. Wie würde, das haben wir mir überlegt, unser Sicherheitsdienst der Republik aussehen? Etwa so? Hm? Nein. Und blaue Uniformen sind lahm, unsere Republik ist elegant und farbenfroh. Haben wir vielleicht etwas Festliches, etwas Weisses vielleicht?
Ja, so eher. Vielleicht noch Sonnenbrille und eine Armbinde dazu. So, oder so ein bisschen, etwas zwischen Michael Jackson, Gaddafi und Chippendale. Ja, so etwas stelle ich mir das vor. Und vielleicht noch oben drauf einen schönen, auffälligen Hut. Das macht Eindruck. Können wir den noch? Ja. Ja. Schau mal, wer würde nicht den Befehl von so einem stattlichen, uniformierten Menschen Folge leisten wollen? Wer nicht? Wir haben es ausprobiert. Gerade hier, direkt vor dem Folium. Sicherheitsdienst. Hä? Sicherheitsdienst. Ah, okay. Wegen du, Corona, Weihnachten kommt. Ja. Gell? Und es hat halt extrem viele Leute. Schon. Beide Hände lenken, bitte. Das ist wichtig, ja. Wirklich. Ja, und ich muss schauen, da ist eigentlich eine Laufzone, keine Wartezone. Ah, okay. Ja. Also, du müsstest hier rüberstehen. Ja, 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 ja. Da dürfen wir nicht rauchen in diesem Kreis. Ja, ich meine, da bin ich Äscher, aber Kreis rauchen müsste da. Das ist kein Problem. Nächstes Mal. Danke. Entschuldigung, Sicherheit. Können Sie das mir hier rein rühren? Dort dann, weißt du nicht, die Kreise hier stehen. Ah, okay. Noch ein bisschen, da kannst du noch ein bisschen da rüberstehen. Das kommt mir ärger. So, so. Hier ist eine Laufzone, nicht Wartezone. Das müsste dort bei diesen Kreisen stehen. Danke. Sicherheitsdienst, das ist nicht zum Sitzen. Nein, es ist Kunst. Kunst und Kinderspielzeug. Hier, dort, dort, kommen Sie hier. Hier in dem Kreis, hier ist Sitzzone, hier können Sie sitzen. Ja. Ja, es hat Schweizer Verhältnisse. Ja. Entschuldigung, Sicherheitsdienst, ich darf keine Hüte dort tragen. Ich muss das fragen, wegen gesundheitlichen Problemen. Ich habe die Haartransplantation. Ah, okay. Ich muss unbedingt die Hüte tragen. Okay. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise, mache ich ausnahmsweise. Okay. Ja. Lasst euch nicht von Männern in Uniform verarschen. Lasst euch nicht von Männern in Uniform verarschen. Das war es auch schon wieder von uns. Nächste Woche sehen wir uns wieder mit einer ganz regulären Sendung. Deville, bleibt sicher, bleibt sexy und bleibt gesund. Gute Nacht dran. Danke fürs Einschalten.